Ja, von meiner Seite nochmal einen herzlichen guten Morgen. Ich freue mich, euch zu sehen. Die Reihen sind immer noch etwas gelichtet. Wir sind ja mitten in den Ferien und ich freue mich, euch zu sehen heute Morgen und dass wir in dieser Thematik ein wenig weiterarbeiten können, der Ehrfurcht vor Gott, der Ergebenheit vor Gott. Und damit wir die Verbindung zum letzten Gottesdienst noch einmal bekommen, möchte ich gerne noch eine kurze Wiederholung machen, bevor ich dann in den weiteren Teil einsteige. Welchen Charakter hat mein Gott? Das ist vielleicht eine der meistgestelltesten Fragen, die Menschen haben. Wie ist Gott? Was ist das für einer? Woran kann ich ihn erkennen? Was ist typisch für ihn? Und Umfragen ergeben, dass wir eigentlich ein sehr diesseitiges Verständnis von Gott haben. Gott ist so der, der uns Menschen zugewandt ist, der ein freundschaftliches Herz hat, der kann trösten, ist freundschaftlich, ist liebevoll und so geht er mit uns um. Und ich glaube, das stimmt. Ich glaube, das ist ein Teil der Wahrheit, aber es ist nicht alles. Wir dürfen Gott und seinen Charakter nicht abhängig machen von der Beziehung, die wir Menschen zu ihm haben. Das würde nicht ausreichen. Gott ist mehr als das, was du nur von ihm erfährst im Miteinander. Und so sehr diese Aspekte wirklich zu dem biblischen Gottesbild gehören, so fragmentarisch ist es und beschreibt nicht die ganze Wirklichkeit. Denn Gott ist auch der Erhabene. Gott ist der Allgegenwärtige, der Allwissende. Er ist Retter und er ist auch Richter. Beides wird uns in der Bibel beschrieben. Und vielleicht ist das der Grund, warum in der Apostelgeschichte an einer Stelle über die neu gegründete Gemeinde in Jerusalem steht, die Gemeinde lebte oder sie wandelte in der Furcht des Herrn. Das heißt, es gab in ihrem Gottesbild offenbar immer noch etwas Heiliges, wenn sie an ihren Gott dachten. Er war nicht nur der, der sie unterstützte, der sie ausrüstete, sondern er war der Kyrios, könnte man sagen. Im Griechischen ist Kyrios der Begriff, der im Alten Testament für Jahwe gebraucht wird. Also er ist der Herr. Und meine Frage an dich heute Morgen ist, wie stark prägt dich eigentlich dieses Gottesbild, dass er der Herr ist, der Richter, der Allwissende, der Allgegenwärtige, der Heilige? Denn es ist interessant, dass die Bibel sagt, dass diese Ergebenheit Gott gegenüber es ist, die uns Menschen lebensweise macht. Ich habe lange darüber nachgedacht, was das wohl bedeuten mag. Aber ich denke, was uns die Bibel hier deutlich machen will, ist, dass der, der in Ehrfurcht in seinem Herzen Gott gegenüber lebt, dass es dem immer wichtig sein wird zu fragen, Herr, was willst du denn, dass ich tun soll? Was ist denn mein Weg, wenn ich jetzt weitergehe? Was hast du dir denn für mein Leben vorgestellt? Wohin soll die Richtung gehen? Also wer Gott ergeben ist, der wird immer nach diesem Willen Gottes fragen, weil es ihm wichtig ist, wie Gott denkt über unser Leben. Psalm 111, Vers 10, die Furcht des Herrn ist der Weisheit Anfang. Klug sind alle, die danach tun. Im Neuen Testament hat Jesus etwas Ähnliches gesagt, wer diese meine Worte hört und sie tut, der ist einem klugen Baumeister zu vergleichen, der sein Haus auf ein Fundament baut. Und genau das ist dieser Gedanke, der hier im Alten Testament mit der Furcht des Herrn schon angesprochen ist. Wenn du jemand bist, der auf Gott hört, dann hast du die Chance, dass dein Leben gelingt. Ich glaube, das gehört mit zu dem Evangelium Gottes, dass Gott gekommen ist in Jesus Christus, nicht nur um mir die Sünden zu vergeben, sondern um mein Leben wieder auf ein neues Fundament zu stellen. Und so lebe ich weiter. So will ich Gott ergeben bleiben. Sprüche 11, Vers 26, in der Furcht des Herrn liegt starkes Vertrauen. Da können wir schon merken, dass Furcht des Herrn nichts Schreckliches ist. Es liegt Vertrauen in der Furcht des Herrn. Oder Sprüche 11, 27a. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens.
Die Ehrfurcht vor Gott führt dich immer in eine tiefe Beziehung zu ihm. Das ist es, was er möchte. Und da haben wir über drei Dinge nachgedacht letztes Mal. Erstens, Kennzeichen einer tiefen Beziehung zu Gott ist, das Herz Gottes ist dir zugeneigt. Das ist keine Theorie mehr. Du darfst das wissen. Der Geist Gottes erwirkt in dir diese Überzeugung, ich bin ein Kind Gottes. Gott spricht es mir zu. Und wenn du an der Stelle noch keine Gewissheit hast in deinem Herzen, dann möchte ich dir sagen, du kannst diese Gewissheit bekommen. Du brauchst den Geist Gottes dazu, dass er in dir wirkt. Das zweite Kennzeichen dieser Beziehung zu Gott ist, du bist erfüllt davon, was er dir zu geben bereit ist. Ich habe diese Tage einen Besuch gemacht, bei dem kamen wir darauf zu sprechen, ob das vielleicht mit dem Alter zusammenhängt, dass die Entdeckung der Gnade Gottes uns immer wichtiger wird. Mein Gegenüber war auch über 60 und ich glaube tatsächlich, dass das einer der Gründe ist, warum der Glaube und die Beziehung zu Jesus Christus so wichtig und so tief erfahren werden. Je älter man wird, desto stärker wird die Überzeugung, mein Gott ist mir gnädig. Und was das bedeutet, ist ungeheuerlich. Es ist ein unglaubliches Geschenk, das Gott uns macht. Und du darfst erfüllt davon sein. Und dieses dritte Kennzeichen ist die Ehrfurcht Gottes in deinem, die Ehrfurcht vor Gott in deinem Herzen. Jesaja 11, auf ihn wird ruhen der Geist der Furcht des Herrn. Jesaja spricht hier von Jesus Christus und macht damit deutlich, schon Jesus lebte in dieser inneren Haltung Gott gegenüber. Ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe, sagt er. Und das, ihr Lieben, ist das Geheimnis des christlichen Lebens. In dieser Ehrfurcht, wie Jesus Christus auch, vor Gott zu leben. Die Bibel beschreibt den Glauben an Jesus Christus als eine persönliche Ehrfurcht, die ganz tief in unserem Herzen verankert ist. Und dieser tiefe Respekt, dieses tiefe Vertrauen ist sozusagen, ich bin von diesem tiefen Vertrauen in meinem Glauben umgeben. Und das kann dazu führen, dass Menschen, die in tiefen Glaubenskrisen und Lebenskrisen stecken, eine andere Qualität von Leben kennen. Ich habe in meinem Dienst an vielen, vielen Krankenbetten schon gesessen. Und ich war immer wieder davon fasziniert, mitzuerleben, wie jemand, der in einer großen, schweren Krankheit lebt, trotz allem in einem Frieden Gottes sein kann. Werfen wir noch einmal einen Blick ins Alte Testament und damit möchte ich einen Schritt weitergehen. In Jesaja 29 steht Folgendes. Weiter spricht der Herr, weil sich dieses Volk mit seinem Mund mir naht und mich mit seinen Lippen ehrt, während es doch sein Herz fern von mir hält, und jetzt kommt der Satz, und ihre Furcht vor mir nur angelerntes Menschengebot ist. Siehe, so will auch ich künftig mit diesem Volk wundersam, ja überaus wundersam und verwunderlich umgehen. Warum religiöse Worte eine echte Anbetung Gottes nicht ersetzen können? Er sagt es hier, was aus dem Mund kommt und was gesprochen wird, das muss vorher in meinem Herzen gewesen sein. Jesaja spricht von einer Gottesfurcht, die nur angelerntes Menschengebot ist. Das heißt also, ich kann religiös sein, aber diese Religiosität bringt mich nicht Gott näher, sondern sie ist so angelernt, dass ich immer in einer Distanz Gott gegenüber bleibe. Ich werde nicht den inneren Frieden erleben. Ich werde nicht die Freude an Jesus Christus erfahren. Mir wird etwas fehlen. Diese Frömmigkeit hat kein Fundament, liebe Gemeinde. Und vielleicht ist dieser Zustand, dieser Geist, dieses geistliche Defizit
eines der tragischsten Defizite, die wir in unserem Land, in unseren Kirchen haben in Deutschland. Frömmigkeiten ohne Beteiligung des Herzens, genau das ist es, was Gott nicht mag. Es ist nicht echt. Und ich spreche nicht von einer Glaubenskrise, in die jemand hineinkommen kann, weil er an der Gegenwart Gottes zweifelt, weil er nicht mehr sehen kann, dass Gott noch da ist und dass er immer noch das Leben trägt. Nein, Jesaja spricht hier von einer Art Glaube, die installiert wurde im Leben eines Menschen, aber keine wirkliche Lebendigkeit kennt. Angelerntes Menschengebot. Aber so etwas wird nie wirklich in deinem Leben und in deinem Herzen ankommen. Nie wirklich. Und ich lade euch ein, das heute Morgen zuzulassen. Denn die echte Ehrfurcht meines Herzens ist das größte Geschenk, was du Gott machen kannst. Deswegen hat er Christus in diese Welt gesandt. Damit deine Ehrfurcht ihn wieder nahe zu ihm bringt. Das würde die Kraft geben, dein Herz, wenn man so will, umflügen zu lassen. Die Furcht des Herrn soll jederzeit dein Herz erfüllen. Sie hält deine Gedanken ganz bei ihm, auch in den schwersten Momenten deines Lebens. Und wisst ihr, die Bibel hat viele, viele Berichte von Männern und Frauen Gottes beschrieben, die in ihrem Glauben wirklich angefochten waren und die Größe und Macht Gottes mit der Realität, die sie erfahren, einfach nicht zusammenbekamen. Auch zu mir sind schon Brüder und Schwestern gekommen, die gesagt haben, Jan, ich kann das nicht mehr glauben. Ich gehe. Ich kann mich nicht mehr mit der Gemeinde identifizieren. Ich kann mich nicht mehr mit Jesus und dem, was er getan hat, identifizieren. Und ich finde es völlig berechtigt zu sagen, wie es einem im Herzen ist. Das ist kein Problem für Gott. Der hält das schon aus. Aber was auch immer in deinem Leben geschieht, es ist nicht deine Kraft, die deinen Glauben lebendig hält. Du kannst nur schlecht für dich selbst garantieren. Wir kennen das bei Petrus, da brauchte nur ein Hahn zu krähen und schon war es um ihn passiert. Liebe Geschwister, Gott ist es, der uns hält. Es ist Jesus, der dich durchbringt. Seine Kraft reicht für dieses Leben und über den Tod hinaus. Das allein sollte dein Herz mit Ehrfurcht und mit Dankbarkeit Gott gegenüber erfüllen. Und das ist schon so oft meine Erfahrung gewesen im eigenen Leben und auch im Leben anderer Brüder und Schwestern, die in schweren Krisen waren. In der Nähe zu Jesus Christus ändert sich alles. Und vielleicht wirst du manchmal nicht von einer schweren Krankheit geheilt oder vor einer Krankheit bewahrt. Aber es bleibt, dass Gott es ist, der dein Leben trägt. In einem Artikel in einer christlichen Zeitschrift hat Peter Höhn einen Artikel geschrieben, aus der Tiefe in die Weite. Und er schreibt, Krisenzeiten sind erstklassige Chancen, unsere Gebetswurzeln tiefer zu schlagen. Noch einmal, Krisenzeiten sind erstklassige Chancen, unsere Gebetswurzeln tiefer zu schlagen. In den dunklen Nächten unseres Lebens können wir Gott Gelegenheit geben, zu uns zu reden und ihn tiefer kennenzulernen. Manchmal gebraucht Gott Krisen, um unsere Herzen weich zu machen, dass sie wieder neu hören auf das, was er sagt. Und dazu möchte ich euch ein Beispiel aus dem Alten Testament erzählen. Das heißt, ich möchte es lesen. Es geht um Nehemia. Nehemia hat im 5. Jahrhundert vor Christus gelebt und er war Mundschenk eines Königs in Persien. Und er war in seinem Herzen ganz häufig in seinem Vaterland. Von dort war er verschleppt worden oder das Volk Israel war verschleppt worden. Und jetzt war er in Persien und hat an Jerusalem, an den Tempel, an die ganze Situation dort gedacht. Und eines Tages kommt eine Abordnung zu ihm und berichtet ihm, was geschieht. Und dazu lese ich euch aus Nehemia 1. Es geschah im Monat Kislev, im 20. Jahr, dass ich in Susan in der Königsburg war.
Da kam Hanani, einer meiner Brüder, mit etlichen Männern aus Juda, und ich erkundigte mich bei ihm über die Juden, die Entkommenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben war, und über Jerusalem. Und sie sprachen zu mir, die übrig gebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und in Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Und es geschah, als ich diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Und ich fastete und ich betete vor dem Gott des Himmels und sprach: Ach Herr, du Gott des Himmels, du großer und furchtgebietender Gott, der den Bund und die Gnade denen bewahrt, die ihn lieben und seine Gebote halten. Lass doch deine Ohren aufmerksam sein und deine Augen offen sein, dass du auf das Gebet deines Knechtes hörst, dass ich nun vor dir bete, Tag und Nacht für die Kinder Israels, deine Knechte. Und mit dem ich die Sünde der Kinder Israels bekenne, die wir an dir begangen haben, auch ich und das Haus meines Vaters haben gesündigt. Wir haben sehr verwerflich gegen dich gehandelt, dass wir die Gebote, die Satzungen und Rechtsbestimmungen nicht befolgt haben, die du deinem Knecht Mose geboten hast. Gedenke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose gegeben hast, indem du sprachst: Wenn ihr treulos handelt, so will ich euch unter die Völker zerstreuen. Kehrt ihr aber um zu mir und befolgt meine Gebote und tut sie, selbst wenn einige von euch bis ans Ende der Himmel verstoßen wären, so würde ich sie doch von dort sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, damit mein Name dort wohnen soll. Sie sind ja doch deine Knechte und dein Volk, das du erlöst hast durch deine große Kraft und durch deine mächtige Hand. Ach Herr, lass doch dein Ohr aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes und auf das Gebet deiner Knechte, die das Verlangen haben, und jetzt, die das Verlangen haben, deinen Namen zu fürchten. Und lass es doch deinem Knecht heute gelingen und gib ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Gemeint ist der König. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Eine wirklich interessante Geschichte, aus der ich jetzt nur ein Kapitel gelesen habe. Nehemia, er betet zu dem Gott, an den er immer geglaubt hat. Er setzt sich hin und trug Leid etliche Tage und er fastete und fastete und betete und betete. Und er betete nicht seine eigenen Lebensanliegen durch, sondern es heißt hier in dem Text: Lass doch deine Ohren aufmerken und deine Augen offen sein, dass du das Gebet deines Knechtes hörst. Und er spricht nicht von Jerusalem, er spricht von den Sünden seines Volkes. Er sagt: Wir als Volk Israel haben all das provoziert. Du hast uns gestraft, weil wir nicht gehorcht haben. Du warst es, der uns zerstreut hat unter die Völker. Selbst meine Familie, sagt Nehemia, selbst sie ist abgefallen. Liebe Gemeinde, Bußgebete sind Gebete, die in die Befreiung führen und die einen neuen Anfang ermöglichen. Und ich glaube, dass wir Menschen nur dann Buße tun können, wenn uns die Größe und Macht Gottes vor Augen steht. Und wenn uns die Liebe, die Gott im Herzen für uns hat, vor Augen steht. Sünden, ihr Lieben, legen uns Ketten an und nehmen uns im Leben die Luft zum Atmen, führen uns immer in eine Krise. Aber Buße macht einen Neuanfang möglich. Nehemia zitiert seinen Gott phänomenal. Er sagt: Gott, du hast gesagt, wenn wir ungehorsam sind, wirst du uns zerstreuen. Aber du hast auch gesagt, wenn wir wieder zurückkommen und treu sind, dann wirst du uns aus den entferntesten Orten wieder zurückholen nach Jerusalem.
Liebe Gemeinde, wenn wir als Einzelpersonen vor Gott um Vergebung bitten oder wenn wir als Gemeinde uns demütigen und unsere Schuld bekennen, dann hat unser Gott noch nie an geistlicher Demenz gelitten. Er weiß, was er gesagt hat. Und wenn dieser Gott bis heute uns Menschen einlädt, zu ihm zu kommen und in einer Beziehung zu ihm zu leben, dann ist das Gnade Gottes, von der einmal Lukas schreibt, es wird Freude im Himmel sein über einen Sünder, der Buße tut. Nein, nicht jede Krise ist ein Zeichen von Sünde. Nicht jede Krise hast du selbst zu verantworten. Aber die Frage, wie du mit der Krise umgehst, die kannst nur du selbst beantworten. Ich lade dich heute Morgen ein, daran festzuhalten, dass es im Glauben an Jesus Christus ein Jetzt erst Recht gibt. Die Kraft deiner Hoffnung hängt nicht von unerfüllten oder von erfüllten Wünschen oder Gebetsanliegen ab, sondern von der Hoffnung, die Gott dir in dein Herz gibt, für ein neues Leben, für einen neuen Anfang mit ihm. Liebe Gemeinde, es ist die Furcht des Herrn, die unsere Hoffnung lebendig hält. Und darum lade ich dich ein, dass du dich an Jesus Christus festhältst, auch in Krisenzeiten. Es ist die Kraft der Hoffnung, die er dir gibt, die dich durchträgt. Es ist das Licht, das er dir gibt, tief in dir, das dich wieder zurückführt zu ihm. Die Hoffnung hat die besondere Eigenschaft, uns in Krisen der Gegenwart wirklich widerstandsfähig zu machen. Und das ist es doch, was wir alle uns wünschen. Ich möchte mit einer Geschichte enden. Ein Junge, der sich sehr für Natur interessierte, findet einmal eine Raupe, die sich in einen Kokon eingewickelt hat. Sie war schon im Endstadium der Entwicklung. Der Junge hörte leise Geräusche in dem Kokon und wie die Raupe schon innen kämpft, um voraussichtlich als schöner Schmetterling in die Freiheit zu fliegen. Da packt ihn das Mitleid und er nimmt sich ein kleines Messerchen und schneidet die kleine Hülle auf und befreit den Gefangenen. Und dann kommt die Enttäuschung. Zu seiner Überraschung sieht er keinen schönen Schmetterling, der wegfliegt, sondern da liegt auf dem Tisch etwas Hässliches, etwas, das versucht, über den Tisch zu kriechen, das nicht einmal richtig laufen kann, geschweige denn fliegen. Warum war das so anders als erwartet? Was der Junge erst später erfährt, ist die Tatsache, dass es für die Raupe noch viel zu früh war, aus dem Kokon zu kommen. Das Gefängnis war zu früh geöffnet worden. Die Schwierigkeit war entfernt worden, bevor die Raupe durch die Anstrengung, die für ihre Entwicklung unbedingt nötig war, sich zu einem Schmetterling entwickeln konnte, der durch die Luft fliegt und von einer Blume zur anderen schwebt. Zur Entwicklung dieser Raupe gehört es, dass sie Schwierigkeiten, vielleicht sogar existenzielle Ängste im Kokon erlebt. Aber beten wir, dass unsere Krisen zu neuem Vertrauen und zu neuer Verehrung Gottes führen. Ich lade dich ein, dass du das aussprichst, jetzt erst recht. Herr, ich will bei dir bleiben. Ich möchte mit dir unterwegs sein im Leben. Ich will weitergehen mit dir bis zu meinem letzten Atemzug. Und vielleicht ist dir ja manchmal auch eine Hilfe, es Gott gegenüber auszudrücken und Gott ein Zeichen zu geben, dass du heute Morgen sagst, ich möchte in dieser Kraft Gottes neu leben und ich möchte die Ehrfurcht entdecken, die ich vor Gott habe. Wenn wir jetzt ein Lied singen, Licht dieser Welt, dann lade ich euch ein, ganz frei zu sein. Niemand muss das tun, aber ihr habt die Möglichkeit, vielleicht euch hier auf dieser Fläche in Richtung dieses Kreuzes auszurichten, um deutlich zu machen, Herr, hier stehe ich, fülle du mich mit dem, was in meinem Leben nötig ist. Oder du hast den Eindruck, ich muss mein Leben erneuern lassen, weil ich so müde geworden bin und so lasch in meinem Glauben, dass ich gar nicht mehr diese Frische habe. Ich möchte sie aber neu erfahren. Komm,
Stell dich einfach vor das Kreuz.